Hallihallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich einen Blick weiter in die Lösung gucken musste, um zu wissen, was ich noch machen kann. Und zwar, Nummer 1, was ich so auch nicht gewusst hätte, ist, ich kann den Nagel hier im Käserad benutzen, anscheinend. Haha, das hat doch mal geklappt. Toll, jetzt habe ich ein Stück Käse. Damit bin ich fürs Erste fertig. Und das Zweite ist, dass ich tatsächlich die Anja holen soll. Das war schon völlig richtig, aber ich habe vergessen, ihr etwas zu geben. Sekunde. Das ist sehr ausschlaggebend für unser Weiterkommen. Und zwar... Wie kann ich dir helfen? ...habe ich hier so diesen Werbezettel. Und den soll ich ihr geben. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Ja, dann soll nämlich der kleine Humbert zum Violinunterricht und ohne das hätte ich jetzt gar nicht, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ohne Lösung, keine Ahnung. Auch mit dem Nagel hier am Käserad. Das Käserad habe ich auch schon wieder völlig verdrängt hier vorne. Habe ich denn jetzt ein Stück? Riecht käsig. Mhm. Hier die Maus. Bock? Nein. Nee. Der möchte also nicht. Gut, dann ich hoffe, dass es jetzt gereicht hat, um zum Humbert zurückzukehren. Damit wir endlich mal weiterkommen hier. Ich will hier langsam nicht mehr rumgammeln. Da. Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mauserkopf zurzeit in Mauswald ist, um einem einzigen, ausgewählten, begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Und klug noch obendrein. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werde ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Ah, endlich, endlich. Das war es wert, echt in die Lösung zu gucken. Aber mit einem Werbezettel ihr das zu geben, damit er Violine lernt oder was auch immer für ein Instrument, echt, da wäre ich nicht drauf gekommen. So gut, dann steigt mal wieder ein. So, es geht voran. Jepiaje, wo sind wir denn? Ah, da kommen wir lang von links, an dem Plato vorbei. Wieso steigen wir hier aus? Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank.
Indischer Pfeffer ist für vieles gut. Sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ist das jetzt die tolle große Fahrt war, oder? Kann ich denn weiter mit dem Blattboot noch fahren? Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten... Ja. Und es... Ja. Jetzt... Ja, gut. Und ich habe Pfeffer bekommen. Guck mal in dein Inventar. Spitzwegs Pfeffer riecht ganz schön gut. Entschuldigung. Pfeffer? Was soll ich denn jetzt auch noch mit Pfeffer? Herr Jemini, kannst du weiterfahren? Oh, das sieht gut aus. Kann ich einfach weiterfahren? Ich finde das Blattboot so cool. Echt. So cool. Ah, das ist cool. Das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Yeah, Wasserfall. Juhu. Wie cool. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen und das ist das Wichtigste. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Verschlossen. Wer ist da? Na, bitte. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Von wegen Hilferuf? Ich habe gesagt, verschwinde. Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Da ist eine lilane Schnecke. Eine schillernde Schnecke. Ich will die schillernde Schnecke haben. Die hat sie's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Oh ja. Er packt die schillernde Schnecke bei sich ein. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt. Wow. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Es ist so putzig gemacht mit der Rübe hier und das ganze Häuschen und so Hobbit-mäßig irgendwie. Das finde ich toll. Das finde ich toll. So, ich und wie? Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und pa! Okay. Es klang, ich muss... Ja, du willst da rein, ich hab's kapiert. Oh. Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Mhm. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Mhm. Tatsächlich könntest du das... Ah, wir haben hier unseren Wurfanker. Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Ach so. Na gut, dann gehen wir hier oben hin. Oh, ich bin so erleichtert, dass wir weitergekommen sind. Echt jetzt. Also kann man sich mal wieder was Neues angucken. Hier wollte er ja eh hin. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Mhm. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Ja, das gilt auch für dich. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ach, und dann achtern, ja, es gilt auch für dich. Ja, ist auch gut. Überall die Ratten, das ist... Einmal die Münze machen. Komme ich jetzt ans Plakat ran? Der große Wandel und Wurzelkomme. Also nein. Aber ich kann jetzt hier hin. Verschrobenes Haus zwischen Baumwurzeln.
wenn man größer ist als eine Maus oder als... Aber es versteckt... Das hat er auf der anderen Seite auch schon gesagt. Wenn man größer ist, aber versteckt... Ich bin doch jetzt schon auf der anderen Seite. Warum macht er das dann nicht? Mach doch mal die Tür jetzt auf. Dann könnten wir immer wieder zurückgehen. Fest verschlossen. Hm. Ach so. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie wir dann wieder zurückkommen sollen. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da, versteckt zwischen... Ich will da rein. Onkel haften für Großeltern und Cousinen und andersherum. Kann ich hier nach links? Außenwelt? Jetzt sitze ich hier fest. Das Boot ist futsch und das Tor ist immer noch verriegelt. Mhm. Unser Nagel, der ist... Ach, wir haben unseren Nagel noch, aber damit will er ja auch nichts machen. Dann haben wir noch den Riesenlöffel. Vielleicht kann ich ja den Riesenlöffel da hinten nochmal gebrauchen. Oder man baut sich da was nach oben. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte... Kannst du den Löffel hier benutzen? Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht... Könntest du einen Weg da irgendwie reinkriegen? Damit kriege ich die Tür nicht auf. Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. Mit dem Löffel? Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Ist das dein Name? Verschwindet, du Einbrecher! Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden gehört. Aha, du willst vorsichtig vorgehen? Mhm. Wie denn? Vielleicht mit dem Haken am Fenster? Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Oha. Das hat doch mal geklappt. Ich denke, er will es nicht kaputt machen. Ja, jetzt drückst du es ein. Oder so. Weiß ich doch nicht. Jetzt hast du angefangen. Ich will die Scheibe nicht. Ich muss wie die Ja, ihr müsst es nicht immer wiederholen. Jetzt habe ich da das reingeschnitten. Was soll ich denn jetzt machen? Hätte er das Seil doch auch zu Ende benutzen können. Jetzt vielleicht mit dem Löffel? Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss wie die Ich weiß es nicht, was du hier vorhast, Junge. Erst schneidest du da was rein und jetzt warten wir worauf? Pfeffer? Ich will die Scheibe... Ich muss wie die er will die Scheibe nicht kaputt machen. Ich glaub... Mit dem Pfeffer, ne? Nee, ist klar. Und wenn du jetzt das probierst an dem Zweig? Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Hä? Damit bin ich fürs Erste fertig. Rammelt. Ich klappe und pack. Dass er da auch einfach einbrechen will. Ich meine, es ist schon leicht übertrieben. Versuch doch jetzt mal mit dem Nagel. Damit bin ich fürs Erste fertig. Hm. Ich hätte das ja so versucht, dagegen zu ditchen. Der sieht aus wie ein daraus könnte oder eine. Leider bin ich nur so. Aber warum willst du das dann nicht daran tun? Vielleicht mit dem Stock da rein? Ich will die Scheibe nicht. Ich muss wie die... Oh, jetzt, er wiederholt sich immer. Ich glaub... Ist doch klar, dass man hier auch mal ein bisschen rumprobieren ein muss. Ein Stock bringt hier nichts. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Vielleicht... Entschuldigung, dass ich es mal überspringen muss, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass das hier so gemacht wurde. Ich muss ja rumprobieren, weil ich habe echt keinen Plan. Die Schnecke? Kann die Schnecke mir hier helfen? Die Schnecke hilft mir... Profiarbeit. Na klar. Da! Wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Ja klar. So machen die Leute es immer. Wir hören was und dann brechen sie ein. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Ich
Sie? Da, schon wieder. Siehst du die Klapp? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Um Hilfe gerufen? Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Einbeinzeug bitte nicht um Hilfe. Ach ja, jetzt sind wir hier drinnen angelangt. Immerhin. Mit der Schnecke. Mit der Schnecke. Das fand ich gut. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ah. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. So, so. Nichts. Auf dem kleinen Blau ein Patent. Haben wir schon mal. Die Maschine läuft wieder. Auf dem Blau. Ja. Ist ja gut. Das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Holzer. Das Bett ist auch leer. Torschlüssel. Kannst du dir den nehmen? Das nehme ich mit. Ach so, den nimmt er einfach mit. Ja, wir brechen einfach mal ein, klauen irgendwelche Schlüssel. Kein Problem. Den will ich gerade nicht schon wieder ansprechen. Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bald. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Ich hab's übrigens gerade nicht übersprungen. Manchmal beendet er selber die Sätze nicht so richtig. Aber er wollte wohl sagen, dass seine Mutter zu Hause auch immer putzt. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Noch irgendwas, was ich hier nehmen kann? Also zumindest habe ich den Hebel schon mal gemacht. Umgekippt. Zwischendurch ist er immer wach, oder wie? Okay. Lose Diele. Ups. Halt mal. Da ist etwas unter dem Brett. Eine Karte. Aber eine ganz seltsame. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar. Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Ich hatte übrigens auch gelesen, dass als wir dem Typen da beim mürrischen Gartenzwerg, Gartenhase, dass wir da... Kann keiner helfen. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Dass bei dem Mann, den wir Kaffee gegeben hatten, wir auch eigentlich eine Karte bekommen, eine Quartettkarte. Aber ich weiß gar nicht, hatten wir eine bekommen? Haben wir die dann hier im Inventar? Also er meinte doch gerade, man kann hier reingucken. Na, ist ja auch egal jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, gehe ich das nächste Mal vor die Hütte, wenn das funktioniert. Und ist ja schon mal toll, dass wir hier so eine Blausaftmaschine gefunden haben. Und ihm können wir bestimmt auch nochmal irgendwann helfen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass wir weitergekommen sind. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.